hast es durchgelassen, aber nur die Hälfte bewirkt, dann hast du das Gehirn noch mehr. Begrüßen Sie im Namen von Meyer Buchverlag Schaffhausen ganz herzlich zur Präsentation vom Buch «Die Bombardierung von Schaffhausen – ein tragischer Irrtum». Geschrieben vom Publizist und Historiker Matthias Wolff. Wenn Sie jetzt denken, das da vorne ist aber nicht der Leiter vom Meyer Buchverlag, dann haben Sie komplett recht. Mein Name ist Sidonia Küpfer, ich bin der Redaktionsleitung von Schaffhauser Nachrichten. Eigentlich wäre an dieser Stelle jetzt Daniel Habertür, der eigentliche Leiter von meinem Buchverlag. Das Schicksal hat wollen, dass er ausgerechnet heute mit krank im Bett liegt. Es wäre seine letzte Buchvernissage gewesen. Er wird im Sommer pensioniert, ich glaube, bedauert sehr. Ich auch. Er hat im Bett bei ihm hier vertreten und das mache ich natürlich gerne. Ich wünsche ihm an dieser Stelle auch alles Gute, dass er schnell wieder auf der Beine ist. Kurze Zwischenfrage, Schweizerdeutsch, ist das in der Ordnung? Verstehen Sie mich alle? Wenn Sie mich nicht verstehen, müssen Sie jetzt heftig den Kopf schütteln. Alles klar. Sie wissen, heute ist der 75. Todesjahrestag der Bombardierung von Schaffhausen. Wir haben heute an verschiedenen Orten schon an die Ereignisse erinnert, den Opfer gedenkt. Es war kurz vor dem 11. wo am 1. April 1944 das Unfassbare passiert ist. Amerikanische Flüge haben irrtümlich Bomben über Schaffhausen abgeworfen. Der tragische Irrtum hat 40 Todesopfer gefordert, rund 120 Verletzte und ein Bild mit Zerstörung hinterlassen. Wie hat es zu dieser verheerenden Katastrophe kommen? Warum haben sich die Leute trotz Flügeralarm nicht in Sicherheit gebracht und wo ist eigentlich die Flugabwehr gewesen? Das sind Fragen, die euch heute noch beschäftigen. Der Historiker Matthias Witt hat sich seit vielen Jahren mit dem Thema Zweiter Weltkrieg beschäftigt. Er hat verschiedene Bücher verfasst. Besonders hat er sich aber auch mit der Bombardierung beschäftigt. Im Hinblick auf das Buch, das wir Ihnen heute vorstellen, hat er verschiedene Archive im In- und Ausland noch besucht, hat geforscht, mit Leuten geredet und ist auch auf die ein oder andere neue Quelle gestoßen. Heute werden wir ein kurzes Gespräch mit ihm und mit dem Stadtrat Raphael Rohner. Die Stadt hat ja das Buch lanciert, über die Entstehung, über die Umstände und die neuen Erkenntnisse von diesem Buch reden. Zuerst aber freue ich mich jetzt, dass der Nationalrat Thomas Hurter, der selber Linienpilot und ehemaliger Militärpilot ist, sich bereit erklärt hat, Laura Absolut zu halten. Thomas Hurter, wenn Sie bitte übernehmen. Geschätzte Damen und Herren, ich habe ja nicht ganz von Schaffhausen Dialekt. Ich bin aber schon 30 Jahre im Kanton Schaffhausen, ich wohne schon da und ich habe auch mir noch Zahlen und zu Ehren auch heute von Matthias die Laudatio auf Hochdeutsch zu machen. Ja, liebe Betroffene, geschätzte Angehörigen der betroffenen Familie, liebe Zeitzeugen, liebe Schaffhauserinnen und Schaffhauser, geschätzte Damen und Herren aus der Politik, sehr verehrte Gäste, lieber Matthias und wo ist sie? Liebe Priska. Weil die Priska, die Frau von Matthias, trägt wahrscheinlich auch einen Beitrag zu diesem Buch. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Es freut mich, dass ich heute diese Laudatio halten darf zu diesem Buch von Matthias. Ein unglaubliches Dokument. Ich kann Ihnen das jetzt schon versichern. Sie alle kennen Matthias. Matthias ist Moderator. Er ist Publizist, er ist Historiker und etwas macht er immer wieder. Er will möglichst wissenschaftlich korrekt sein und er will aber so schreiben, dass man ihn auch versteht. Und ich kann Ihnen sagen, das ist ihm gelungen bei diesem Buch. Sie werden begeistert sein, auf der einen Seite, Sie werden aber auch berührt sein und die Geschichte wird Ihnen ein bisschen aufgezeigt und geklärt. Ja, meine Damen und Herren, ich habe mir ein bisschen noch die vergangenen Jahre von Matthias Witt angeschaut. Und wir kennen ihn alle, er ist ja auch noch Kommunikationsberater. Und was er auch gemacht hat, und ich glaube, das ist für unsere Gegend auch sehr, sehr wertvoll, er hat einige historische Forschungsbeiträge geliefert und sehr viele davon mit einem Bezug zu unserer Region.
Und ich glaube, das ist einmalig und das ist wichtig für unsere Bevölkerung, das ist aber wichtig für die ganze Schweiz und das ist aber auch wichtig grenzüberschreitend. Ja, meine Damen und Herren, heute ist ja der 1. April und am 1. April darf man einen Scherz machen, man kann eine Person hinters Licht führen, man kann einen Blödsinn erzählen, man kann jemanden in Gier führen. Aber ich glaube, was hier vor 75 Jahren passiert ist, das ist weit mehr. Dieser fatale Irrtum hat unsere Bevölkerung und unsere Region massiv geprägt und auch noch bis heute spürbar. Sie alle hier drin, einige davon haben einen Bezug. Und wenn ich zurückdenke, dann habe ich das Gefühl, und Sie wahrscheinlich auch teilweise, 75 Jahre, das ist weit weg. Aber wir alle hier drin wissen, ich weiß das auch, aufgrund meiner Schwiegereltern, die leider verstorben sind, sie haben mir immer von dieser Bombardierung erzählt. Und plötzlich habe ich auch realisiert, das ist gar nicht so weit weg, das war ja gerade erst eben. Eindrücklich für mich war auch, welche Bedeutung diese Bombardierung von Schaffhausen weltweit hatte. Ich durfte vor etwa 3-4 Jahren im Rahmen des Parlaments in Amerika bei einer Vortragsreihe Referate halten zur Stabilität und Sicherheit der Schweiz in den USA. Also die Schweiz und das Referat war in den USA, in Boston, zum Beispiel auch an einer Universität. Und bei einem dieses Referates stand am Schluss der Verantwortliche auf vor das Publikum, ein Amerikaner, und hat sich vor diesem amerikanischen Publikum entschuldigt im Namen aller Amerikanerinnen und Amerikaner für das, was hier vor 75 Jahren geschehen war. Entschuldigt für uns Schaffhauserinnen und Schaffhauser, für unsere Region. Und ich kann Ihnen sagen, das hat mich aus zwei Gründen tief beeindruckt. Das eine, dass er diese Gelegenheit wahrgenommen hat, weil er hätte das nicht tun müssen. Das war überhaupt nicht das Thema. Und der zweite Grund war, ich habe gar nichts davon erzählt. Es war auch kein Jahrestag. Aber das zeigt mir, wie auch in Amerika eben diese Geschichte sehr, sehr wichtig war. Wir sind ja auch bekannt als diese Schwesterrepublik und haben hier einen sehr, sehr engen Bezug. Matthias Sipp hat ungefähr 160 Zeitzeugen befragt. Und wenn Sie das Buch lesen, dann spüren Sie, er hat es geschafft, diese Informationen so in das Buch zu nehmen, dass es sie berührt. Es gibt Emotionen. Sie werden traurig und man kriegt das Gefühl, man kommt zurück in diese Zeit. Wir können froh sein, dass wir in den letzten 75 Jahren das nicht mehr erleben durften. Matthias Sipp hat mir natürlich vor etwa 2 Wochen einen Vorabdruck seines Buches gegeben. Und ich bin normalerweise nicht einer, der ein Buch schnell lesen kann. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe sein Buch oder sein Vorabdruck an einem Abend gelesen. Dieses Buch hat mich fasziniert, es hat mich berührt. Ich wollte Klarheit haben, was war eigentlich geschehen. Ich wollte die Tragweite dieser Bombardierung besser verstehen. Und ich glaube, das ist ihm auf einmalige Art und Weise in diesem Buch gelungen. Als Pilot hat mich natürlich vor allem auch die Geschichte der Piloten interessiert. Und das beginnt so etwa bei Seite 26 und gibt dann so einen Höhepunkt Seite 31. Und auf Seite 31 haben Sie einen Auszug aus dem Logbuch. Das ist so ein Buch, wo die Piloten die Kurse eintragen, die Probleme eintragen, die Flugzeiten eintragen und so weiter. Und dieses Logbuch, das war für mich als Pilot sehr interessant. Weil da stellen Sie fest, was für Probleme damals waren. Diese Piloten hatten mehrere Probleme. Sie hatten einerseits technische Probleme, und zwar mit dieser Bombenanlage, irgendwie die Türen, da war ein Problem. Sie hatten aber auch Navigationsprobleme. Und damals war es sogar so, dass bei diesen Staffeln immer das vorderste Flugzeug als sogenanntes Führungsflugzeug bezeichnet wurde, das diese ganze Flotte eigentlich ins richtige Ziel brachte. Und das waren gut ausgebildete Piloten in Navigation.
Aber die hatten damals ein Problem. Und jetzt kam das nächste Problem eben, das Wetter. Und wir haben das heute mehrmals gehört. Ganz Mitteleuropa, Nordeuropa war unter einer Wolkendecke. Und wenn Sie ein Navigationsproblem haben und das nicht mehr überprüfen können, dann ist die letzte Möglichkeit noch, auf Sicht zu arbeiten und zu sehen, wo Sie sind. Also das war das große Problem, diese Navigationsprobleme. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, ja, das ist 75 Jahre zurück, das ist schon lange her. Ich kann Ihnen sagen, auch für mich ist das nicht lange her. Es wurde hier erwähnt, ich durfte vor circa 30 Jahren als junger Mirage-Pilot, einige unter Ihnen können sich an diesen Mirage erinnern, Mirage-Skandal, eines der besten Jagdflugzeuge, sehr teuer damals. Dieses Kampfflugzeug durfte ich fliegen. Und wissen Sie, wie wir die Navigation gemacht haben mit diesem modernen Gerät? Wir hatten eine Schweizer Karte in dieser Größe. Und diese Schweizer Karte war vorne montiert mit einem Dia. Und ein Flugzeug wurde auf diese Schweizer Karte nachgeführt. Das war mein Flugzeug. Aufgrund der Geschwindigkeit und der Richtung. Und jetzt musste ich als Pilot noch den Wind eingeben. Und Winde verändern sich je nach Höhe und je nach Gebiet. Aber man konnte nur einen Wind eingeben. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass diese Karte manchmal völlig am falschen Ort war. Völlig am falschen Ort. Nur, das war die ähnliche Navigation wie vor 75 Jahren. Die haben das genau gleich gemacht. Richtung, Distanz, Flugzeit und den Wind einberechnet. Aber wir hatten vor 30 Jahren bereits ein Radar, mit dem wir auf den Boden leuchten konnten und die Konturen der Geografie erkennen und damit diese Schweizer Karte wieder ins richtige Zentrum rücken. Also Sie sehen, wir waren schon etwas besser unterwegs. Heute übrigens sind wir ja ganz gut unterwegs in der Luftfahrt. Satellitennavigation und Sie haben es vielleicht auch gelesen in den Schaffhausen-Nachrichten vor etwa einer Woche. Das berühmte Funkfeuer Brasadingen wird wahrscheinlich abgebaut, weil wir das nicht mehr benötigen, weil wir nach Satellitennavigation fliegen. Aber auch hier eine kleine Klammer. Als ich begonnen habe zu fliegen, bei der Swissair damals, hatten wir bereits Satellitennavigation Unterstützung. Und damals in den 90er Jahren war der zweite Golfkrieg und plötzlich war das Signal dieser Satellitennavigation eine Zeit gestört. Also Sie sehen, auch heute noch kann es Navigationsprobleme geben. Und jetzt komme ich wieder zurück auf diese 75 Jahre. Diese Piloten, das sieht man in diesem Logbuch, waren froh, endlich irgendwann etwas zu sehen. Weil die letzten paar Linien dieses Logbuches, wenn Sie Laie sind, können Sie das nicht so gut lesen. Aber Sie sehen sehr gut, dass die praktisch wirr herumgeflogen sind, wenn ich das etwas vereinfacht formulieren darf. Und die sind vom Bodensee her wieder gekommen und haben über Schaffhausen diese offene Stelle gefunden, diese aufgelockerte Stelle, waren froh, ihre Bomben loszuwerden. Weil ich denke, ehrlich gesagt, sie hatten noch ein anderes Problem. Sie waren schon zu lange unterwegs und mussten ihre schwere Last loswerden, um wieder nach Hause zu kommen. Weil wenn die Flugzeuge sehr schwer sind, benötigen sie mehr Petrol. Und ich glaube, das zeigt einem doch, wie eben das, was jetzt Matthias hier aufklären konnte, dass das tatsächlich ein Irrtum war. Ich habe mich auch gefragt, ich kann ja als Pilot alle Tage aus diesem wunderbaren Cockpit sehen, unsere wunderschöne Welt sehen und das fasziniert mich immer wieder. Aber stellen Sie sich vor, was diese jungen Menschen damals machen mussten. Die waren alle um etwa 20 Jahre alt, nicht älter. Nicht älter. Die hatten diesen schrecklichen Auftrag auszuführen, in der Hoffnung, dass keine unschuldigen Menschen betroffen sind. Und ich glaube, dieses Gefühl als junger Mensch, so etwas zu erleben, das prägt das ganze Leben. Und ich glaube, das konnte Matthias auch erfahren mit all diesen Gesprächen der Zeitzeugen. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Und ich habe etwas abgerutscht von meinem Manuskript, aber das kann es nochmal geben. Genau, das ist ein klassischer Navigationsfehler. Nein, meine Damen und Herren, ich möchte das hier nicht länger machen, aber etwas möchte ich hier schon noch erwähnen. Matthias Schmidt hat in der vergangenen Zeit einen enormen Aufwand getrieben, um hier diesen Mythos der Bombardierung von Schaffhausen zu klären. Und das ist ihm gelungen. Er hat diese rund 160 Zeitzeugen befragt. Er hat Unterlagen sichten können, die er noch nie, die man bis jetzt noch nie sichten konnte oder auswerten konnte. Er hat diese beiden, sage jetzt einmal, diese beiden Informationsquellen zusammengesetzt im Kontext mit dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, damit ist ein unglaubliches Geschichtsdokument entstanden. Er hat auch keine Mühe gescheut. Er ist in England gewesen, auf diesen Flugplätzen in Norfolk, wo diese Flugzeuge gestartet sind, hat dort Gespräche geführt und es wurde heute schon erwähnt, er konnte mit dem ältesten noch lebenden Piloten, 96-jährig, ein Gespräch führen. Übrigens, das wurde heute nicht erwähnt, aber das steht in seinem Buch, dieser Pilot hat Wurzeln in die Schweiz. Der Schwiegervater, sein Schwiegervater war aus St. Gallen, so habe ich das zumindest in diesem Buch gelesen. Lieber Matthias Witt, ich möchte dir ganz herzlich danken, du hast Licht ins Dunkle gebracht und du hast für unsere Region, für unsere Bevölkerung, für die Schweiz und für die ganze Welt eine unglaubliche Geschichte hier aufgedeckt und für uns hilft das auch in der Zukunft für unsere Geschichte der Menschen. Vielen Dank. Ich möchte gerne Matthias und auch Herrn Jonas begrüßen. Frau Schroeder. Frau Schroeder. Ich nütze es ganz und sage, ich bin gerührt. Danke vielmals fürs Kommen. Bewusstsein, dass vor allem Generationen, die auch ich dazugehören, eigentlich untypisch für die Geschichte von Europa bis anhin kein Krieg müssen erleben. Und mit dem Buch führen wir uns wieder ein Ereignis vor Augen. Der Nationalrat Hopfer hat es gesagt, was sehr prägend war. Nicht bloß für die Generation, die betroffen war und Opfer zu beklagen hatte, sondern auch für Nachkommen. Und es ist unsere Aufgabe in einer Gesellschaft, die sehr stark ja auch auf Individualismus ausgerichtet ist, auf Egoismus, eben vor Augen zu führen, dass man in Zeiten der Not, in Zeiten der Bedrängnis, wenn ein Unglück passiert, wie in dem Fall, man auch zusammenheben kann und miteinander das Ganze bewältigen. Mir ist ein persönliches Anliegen, dass man das immer wieder kommuniziert und dass man auch in einer jungen Generation vor Augen führt, dass der Krieg etwas ganz, ganz Schlimmes ist und eben nicht wie in dieser virtuellen Game-Welt oder wie auch immer das heisst, wo man in 5 Minuten irgendwie 50 Leute umlegt, die dann wieder aufstehen, sondern dass es eben da auch eine Realität gibt, eine schlimme Realität, die es auf dieser Welt aktuell an verschiedenen Orten auch gibt. Der Stadtrat war dann einig und mit dem wir alle, selbstverständlich auch der anwesende Stadtpräsident Peter Neukomm, dass es wirklich wichtig ist, dass man mit einer Publikation von Matthias Wipf gedenken an den Anlass. Wenn ich jetzt noch ein bisschen
persönlich fragen, wie Sie und ich, wir sind beide nachgeboren in dem Sinn, aber wie ist die Bombardierung in Ihrer Jugend, in Ihrer Kindheit präsent? Das war ja immer wieder ein Thema. Meine Mutter war 16 dort. Und in der Mädchenreal, wie es geheissen hat, in der Schule, also am Samstagmorgen, da hat sie mehrfach erzählt, war gerade Schulschluss gsi. Sie war in der vorderen Vorstadt, dort wo früher der Wilhelmhändler Donatz war, unterwegs gsi, hat an den Himmel geschaut, Motoren gehört, hat die Christbäume gesehen, es war stumm gsi und schon hat es donnert rundherum, eine Tür sei aufgegangen und ein Mann hat sie eingerissen und gerufen, komm Mädchen, sofort runter in den Keller. Und wo sie dann wieder rausgekommen sind, natürlich sehr konsterniert, ob diese Ereignisse durch die Straße umgelaufen und ihrem Vater sind mit dem Wähler entgegengekommen, ganz aufgeregt, ob sie echt als ein Opfer gehören. Ich meine, das sind Geschichten, die einem bleiben, die einem unter die Haut gehen, Geschichten, die sich aber täglich auf dieser Welt leider nachspielen. Matthias Wipp, Sie haben viele von diesen Geschichten jetzt auch gehört in der letzten Zeit. Sagen Sie noch ein bisschen, also für die, die vielleicht den Forschungsstand jetzt nicht ganz präsent haben, was ist jetzt neu in diesem Buch? Ja, ich glaube, wie es Thomas Rotter schon angedeutet hat, ich habe wirklich alle die relevanten Akten anschauen, in amerikanischen, in englischen, Schweizer Archiv, die ineinander bringen, wie ein Puzzle. Und habe wirklich jetzt auch ein paar Sachen herausgefunden. Es ist schon erwähnt, der Pilot 21 dort mal, das sind wirklich alle ganz junge US-Boys, 21, heute 96, wo ich eben noch konnte, mich mit ihm unterhalten konnte, wie er die Zeit erlebt hat. Und wo mir gesagt hat, wie es ihm leid tut, dass sie da Schaffhausen getroffen haben und dass er wirklich ein grosser Irrtum war. Vielleicht zum Einstieg, bevor wir noch in so ein paar Detailpunkte eingehen, vielleicht noch mal schön zu der Situation. Wenn man zurückschaut, gibt es eigentlich immer das Jahr 1940 so als gefährlichste Date, wo man nicht gewusst hat, in welche Richtung geht da für die Schweiz. Jetzt für Schaffhausen ist 1944 dann wirklich zur Bombardierung gekommen, wo sie immer da gerade im Krieg. Ich glaube, die Grenzregion Schaffhausen hat drei schwierige Phasen gehabt. Ich habe auch schon zitiert, oder ein Zeitzeuger, der gesagt hat, wir sind hier in Schaffhausen, haben wir uns gefühlt wie im verlorenen Zipfel jenseits vom Rhein. Also das war so ein Ausdruck gewesen. Und ähnliche Zeitzeugenaussagen gibt es viel. Man muss sich vorstellen, die Grenztruppe, ein Großteil ist schon im Anfang Dezember 1939 weit hinter der Rhein zurückgezogen worden, sehr früh schon, in die sogenannte Limmatstellung. Also nicht erst, wenn man viermal meint, wo das Reduit dann gekommen ist, erst dann sagen die Grenzschutztruppen zurück, sondern wirklich schon Anfang, Anfang Dezember 1939. Und seitdem hat man sich einfach auch ein bisschen verlassen gefühlt. Es gibt drei Phasen, wo man Schaffhausen speziell sich bedroht gefühlt hat. Da ist, wie Sie zu Recht erwähnt haben, der Frühling 1940, der Mai 1940. Viele da innen haben den Ausdruck auch schon gehört von den sogenannten Pfingsteingenossen, wo man das Gefühl hatte, jeden Tag und jede Stunde greife Nazi-Deutschland jetzt die Schweiz an. Vor dem Westfeldzug, was ja dann bekanntlich wie Armenien-Staaten Frankreich angegriffen haben. Aber in dieser Phase hat man da nicht gewusst, wenn es losgeht. Es hat sogar schon einen Fehlalarm gegeben. Und einige Leute sind dann eben ins Landesinnere, in Romandie, ins Berner Oberland geflüchtet, um sich in Sicherheit zu bringen. Das ist in dem Mai 1940 und die andere grosse Gefahrensituation, oder ich sage jetzt mal die, wo man gemerkt hat, wie nach der Krieg auch ist, ist in den letzten Kriegswochen gewesen, wo 10'000 Flüchtlinge über die Grenzen gekommen sind, wie Ramsen und Beschlaten, Oberwiesen, wo man wirklich eine Masse von 10'000 Flüchtlingen auch gesehen hat, wie die abgemagert sind, wie die einfach die Folgen des Krieges erkannt haben. Genau, das ist wirklich, dann hat man das gesehen, ganz aus der Nähe, wie es ist, abgesehen davon, dass man das Gefühl hatte oder die Angst hatte. Es gab noch letzte Scharmützel von französischen und deutschen Truppen, die allenfalls auch hängen durch den Kanton. Das sind die zwei heißen Phase und die dritte ist eben die ganze Überflüge, wo wir sicher noch drauf kommen. Ja, aber noch weiter. Ja. Also genau, 1944, Flügelalarm ist eigentlich an der Tagesordnung fast, kann man so sagen, oder? Warum? Was war das Problem? Also, wir haben hier in der Grenzregion Schaffhausen, da müssen Sie sich vorstellen, haben wir 544 Flügelalarm gehabt während dem ganzen Kriegsjahr.
544. In den letzten paar Kriegsmonaten waren es fast 300 gewesen. Mehrmals pro Tag, wo man in den Keller haben. Am Anfang hat es noch die Vorschriften gegeben, die staatlichen, dass man bitte soll in den Luftschutzkeller, die sind nämlich alle gebaut worden, dass man bitte soll runtergehen. Die sind aber dann gleich auch gelockert worden, die Vorschriften. Und die Leute haben sowieso die ganzen Überflüge, man kann sagen, schon fast neben ein Schauspiel angeschaut. Sie haben sogar auf die Straße, sie haben ans Fenster und haben geschaut, oh, weißt du jetzt da wieder für einen Vogel, erkenne ich den, weißt du jetzt da, und da haben wir noch nie gesehen, die Wagen. Da ist also wirklich, man muss auch verstehen, die haben wirklich, die Gefahr ist nicht mehr präsent gewesen. Also der 1. April 1944 ist ein Stück weit wirklich im doppelten Sinn aus heiterem Himmel gekommen. Jetzt ist ja die grosse Frage, die immer wieder diskutiert wird, Absicht oder nicht. Sie haben da eine ganz klare Haltung. Wollen Sie noch mal schriftlich nachzeigen, warum eigentlich? Ja, ich habe eine klare Haltung und die ist aber nicht, weil ich jetzt daran glaube oder mir da gerne möchte, sondern das ist einfach, weil ich die relevanten Akten gesehen habe und keine einzige Akte, die ich je gesehen habe, nur den riesigsten Zweifel laut. Was ist für Sie die Wichtigste? Oder was ist der wichtigste Punkt? Kann man da eine rauszucken? Nein, das gehören alle zusammen. Und es müsste ja ein Akt sein, der jetzt sagt, nein, wir haben da wirklich extra gemacht. Und Sie müssen sich auch vorstellen, wenn man alle die Logbücher, die Thomas Wotter erwähnt hat, wenn man die Rechenschaftsberichte, die später Untersuchungsberichte sieht, die sagen alle, es war ein Irrtum gewesen. Also im Umkehrschluss, alle müssten gefälscht sein. Alle die Memoiren, die Piloten später geschrieben haben, die Crewmitglieder, müssten gefälscht sein. Alle die, nicht bloß eben Besatzungen, sondern auch Crew am Boden, da sind auch ganz viele Leute gewesen. Alle Diplomaten, alle Politiker involviert, die müssten alle genau die gleiche Lügengeschichte erzählt haben. Also ich glaube, so eine Verschwörung kann man sich nicht vorstellen. Und dann kommen andere Sachen dazu, wo man einfach weiss, es gibt, hat dort schon, hat die Amerikaner, sehr genau wie Pläne gehabt. Ich habe die gesehen, von den Industrieanlagen, die sie treffen wollten. Das heisst, über Schaffhausen, dann hätten sie ganz sicher mit der Willenfabrik Weinmann getroffen. Sie hätten sicher mit der Silberwarenfabrik jetzt getroffen. Sie hätten wahrscheinlich auch mit der Lederwarenfabrik Kablitz getroffen. Sondern sie hätten vielleicht deswegen, wo uns mal fast auf der Blacklist gelandet wäre von den Alliierten, sie hätten vielleicht GF, sie hätten allenfalls die IWC, die Zünder geliefert hat, zum Teil nach Deutschland. Sie hätten ziemlich genau die Firmen getroffen. Die Frage bleibt halt gleich, wie hätte sich denn so lernen? Thomas Hurt hat schon ein bisschen angewöhnt, das sind nicht die gleichen technischen Möglichkeiten gewesen. Aber haben Sie so herausfinden, wo ist es eigentlich schief gegangen? Also wo ist die Fehler passiert in der Navigation? Es ist effektiv, wie der Thomas Hurt gesagt hat. Ich meine, die Radargeräte dort sind sehr experimentell gewesen, sind relativ klein mal ausgestiegen. Das Wetter war miserabel gewesen. Man muss sich vorstellen, dort während 10 Tagen hat es keine einzige Mission gegeben, die gegangen ist, wegen dem schlechten Wetter. Auch übrigens, die Stadt Bild, da wäre schon am Tag vorher ein Plan gewesen. Dann hat man sie wieder abgebrochen nach dem Briefing, wenn man gesagt hat, bei dem Wetter fliegen wir nicht. Am 1. April ist man nicht gegangen, das Wetter war auch nicht viel besser gewesen. Es sind von denen fast 1000 Flugzeugen, die gestartet sind auf diesen Luftwaffenbasen in England, ist ein Großteil ist gerade wieder umgekehrt. Schon über den Ärmelkanal, über Westfrankreich. Wenn sie einfach gesagt haben, da sehen wir nichts, da geht nicht. Die weitergeflogen sind, die haben sich eben heillos geflogen, wenn man die Logbücher liest. Dann haben die das Gefühl, dass sie sagen, an einem ganz anderen Ort sind dann eben die südlichsten 47 Flugzeuge sind bis Bodensee, Ostschweiz, in die Region gekommen und sind dann wieder nördlich geflogen und haben eben das Loch in den Wolken gesehen, wo dann Schaffhausen war. Und das ist ja auch das Problem. Viele Schaffhauser sagen, und sagen mit Recht, es ist dort relativ schönes Wetter in Schaffhausen. Es war schön, warst du mit dem schlechten Wetter? Es war schön. Und die Amerikaner, und das ist vielleicht auch eine Tragik, haben in ihrem Gomini eh geschrieben, wegen schlechtem Wetter. Da hat man dann überall da auch in den Zeitungen können lesen. Und das ist ja klar, dass die Leute hätten müssen irritieren. Wir haben hier Schönwetter gehabt, geschrieben immer von schlechtem Wetter. Also das Schönwetter, wo wir wirklich das Loch in der Wolkendecke, da ist am Schluss tragisch gewesen von Schaffhausen. Jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, eben unter den neuen Quellen, eine von der, ja, von der lässigsten, wenn man so will, ist wahrscheinlich der Pilot, den sie noch gefunden haben. Wie ist das gegangen? Ja, das ist eben lustig. Also, als ich ein junger Student war, ich
sehe zwar viel jünger aus als ich bin, aber als ich noch ein junger Student war, dort hat man also noch nicht im Internet gesucht. Dort ist man noch im Archiv und hat die Zeitungen ein nach dem anderen durchblättert, nach irgendwelchen Informationen, oder? Und hat es dann gleich nicht gefunden oder irgendetwas übersehen. Genau. Und dann ist eine Zeitung, die Sie auch gut kennen, Schaffhauser Nachrichten, ist relativ am Vorreiter gewesen mit diesen Online-Archiven. Es ist relativ einfach, dort tippt man einfach etwas ein, das, was der WIPF noch Wochen, Monate lang durchblättert hat. Das ist jetzt relativ einfach. Jetzt kommt aber nochmal etwas Einfaches. Wir sind im Zeitalter von Social Media. Jetzt hat es federale Organisationen, die auf Twitter, die auf Facebook-Gruppen präsent sind, und wo man ganz viele Informationen so findet. Wenn man, ich sage jetzt da, einen Tweet absetzt auf Twitter, wenn man irgendetwas auf Twitter schreibt, dann wird das so schnell vervielfältigt. Und es gibt Leute, die nur an dem interessiert sind, sei es federalen Organisationen, sei es Privatgelehrte, sei es, wenn ich es in England getroffen habe, man würde jetzt sagen auf Spanisch Aficionados, also wirklich begeisterte, Aviatiker, Leute, die da wirklich schon das halbe Leben sich mit dem beschäftigen. Und via die Social Media unter anderem erreicht man die. Also so sieht man auch die Historiker vielmals so als verstaubt gelten, die kennen also auch Social Media. Jetzt, der George Inslee, das ist ja ein bisschen speziell. Wir haben gehört, viele von denen sind sehr jung gewesen. Man hätte irgendwie können hoffen, dass man 30 so Flüge überlebt. Dann ist man je nachdem vom Haken gewesen. Er hat viel mehr geflogen. Das ist schon ein Spezialfall, oder? Ja, das ist eben so, wie Sie es sagen. Und Thomas Rotter hat es auch kurz angehört. Es ist eben die US Boys, die sind zwischen 18 und 22 gewesen. Der George Inslee ist dort 21 gewesen. Die sind, haben nicht ein grosses Training gehabt. Die haben relativ schnell müssen fliegen. Und man hat eben gesagt, 25 oder 30 Mal kommst du zurück. Und dann musst du nur fliegen. Was heisst, da musst du nur fliegen? Es war wirklich eine Belastung gewesen, eine Gefahr gewesen. Ein Flieger. Ja, über den Fünften ist nicht zurückgekommen. Also da ist wirklich, da ist nicht einfach ein Sonntagsspaziergang gewesen. Und wie der Thomas Rotter sagt, man hätte dann eben wieder einfach wieder zurückkommen und hätte die Boote irgendwo, man hätte schon das Gefühl gehabt, sie sind über Deutschland, aber hat es irgendwo abgeworfen. Aber da ist schon etwas, wo einem, wenn man dann vor Ort ist und dann die Bilder sieht von denen in England, von denen jungen 18- bis 22-jährigen Buben, muss man fast sagen, oder mit Leuten dort, die sagen, ja, wir haben alle mit denen Partys gefeiert. Es war noch ganz lustig auf diesen Luftwaffenbasen. Mit all diesen Leuten rührt dann da. Einerseits, man stellt sich andererseits vor, wie hätte ich recht gehandelt, wenn ich so jung eine so schwierige Entscheidung hätte müssen treffen. Und ich hoffe, da verstehen Sie richtig, man entwickelt auch ein gewisses Verständnis, dass die einfach wieder haben wollen zurückkommen auf ihre Basen, dass für die auch Leben und Tod gegangen ist. Und wenn ich das Gefühl habe, da ist, man hat es eben so euphemistisch ein Gelegenheitsziel genannt. Ein Gelegenheitsziel ist etwas, wo man das Gefühl hat, da ist jetzt irgendwo über Süddeutschland und da werfen wir unsere Bomben ab und dann schnell möglichst zurück. Man entwickelt fast ein bisschen auch Verständnis, wenn man sich in die US Boys probiert einführen. Man ist nicht sicher, dass man wieder zurückkommt. Jetzt ist er 96 geworden. Also wie stark sind wir mit denen? Der ist noch fit, wenn man halt mit 96 ist. Also der ist aber das Lustigste ist ja, dass man heute eben noch rumlaufen, noch mit der Lederjacke und noch mit dem gleichen Abzeichen drauf. Also da ist irgendwie, er ist halt ein Veteran und der blieb ein Veteran. Ist übrigens auch lang nach dem Krieg noch weiter geflogen. Sie haben vorhin gesagt, 25 bis 30 Flüge, er hat 53 gemacht. Während dem Krieg und wenn man da auch vergleicht, also ich habe auch Zeitzeugen gehört, die gesagt haben, das ist jetzt auf einem Videotape von jemandem, den ich nicht mehr erlebt habe, aber der später erzählt hat, auf einem Videotape, wenn er die Zeit erlebt hat. Und er hat also gesagt, wir haben uns ein paar Mal, wenn wir in der Nähe von der Schweiz waren, haben wir uns überlegt, sollen wir nicht notlagen in der Schweiz, dann wären wir die Mühe vom Krieg für eine Zeit los. Also da merkt man auch, oder? Die Anspannung, die bei denen auch war. Also da ist, ja, da ist kein Zuckerschlecken gewesen, auch für die nicht. Die zweite neue Quelle sind eigentlich Bildquellen, Spielmaterial vom Moment, wo die Bomben abgeworfen werden, also vorher, wo man die Bomben abwirft, wo man sie in der Luft sieht, aus der Luft, wo man ein Flugzeug fotografiert und danach. Wie sind Sie darauf gestoßen?
Also das war schon ein Moment, wo man dann wirklich innerlich jubelt, wenn man im Archiv findet. Und wie sieht es die Fotos, die man ja kennt, von Schaffhausen, wo man sieht, der Rauch, die Rauchschwaden, da können ganz so gut Nebel sein, in vielen Fotos. Also der Unterschied ist dann wie man, und wenn man dann die Fotos dann effektiv, wo man dann noch drauf sieht, wo man... Weihnachtsbäumchen, oder wo sie gesagt haben. Die Frischbäume, ja, die man abgeworfen hat, die Markierungen, ja, genau. Und wo man auf dem einen Viertel wirklich Bomben sieht, runtergehen, jetzt in dem Fall über Schlattparadies, weil da sind ja schon zuerst sind Bomben runtergegangen, wenn man die einzelnen Bomben erkennt, die da runterfliegen, und wenn man nachher sieht, wie die Flugzeuge wegdrüllen und wieder wegfliegen, ist übrigens ganz wichtig gewesen, wieso gibt es die Fotos? Die Fotos hat es natürlich gemacht, weil wo sie etwa um 2 wieder gelandet sind, in Norfolk, auf ihren Basen. Jetzt sind Proteste von der Schweiz auch schon eingetroffen und haben gesagt, hey, ich habe mal einmal da ein Land propagiert. Und aufgrund von diesen Fotos können wir verifizieren, ja, das stimmt. Eine der Folgen war ja auch, dass man von der Verdunkelungsstrategie ein bisschen abgerückt ist, dass man angefangen hat, die grossen weißen Schweizer Kreuze auf Dächern, auf Feldern, aufzeichnen, so richtig geholfen hat es allerdings auch. Es hat wahrscheinlich psychologisch geholfen. Also ich habe auch auf dem Estrich vom Grossvater noch gefunden, so ein Brett, das noch ein bisschen rot war und das war von hier. Es hat psychologisch geholfen. Aber man hat dort von der Schweizer Luftwaffe noch drüber geflogen und hat geschaut, wie man das kennt. Ich habe die Fotos auch gesehen. Also man muss ja vorstellen, die Kreuze sind für unsere Verhältnisse riesig gewesen. Die haben bis zu 80 Meter Schenkellänge gehabt, die auf den Feldern ausgelegt sind. Andere eben sind auf Hausdächer gewesen. Wenn man aber die Fotos anschaut, wo der Schweizer Luftwaffe drüber geflogen ist, dann sieht man auch bei schönstem Wetter ab etwa 3000 Meter Höhe. Das kennt man nicht mehr. Die Flüge, die wir jetzt drüber reden, die sind auf 7000 Meter Höhe gewesen. 20.000 Fuß. Das ist eine andere Distanz. Von schlechtem Wetter reden wir gar nicht. Und dann kommt noch mal etwas dazu. Man hat amerikanische Piloten, Crewmitglieder gefragt, die haben notlanden in der Schweiz, die interniert worden sind da. Und haben die das gesehen? Ja, haben das gesehen. Und wenn das gesehen haben, was haben sie bedeutet? Ja. Die haben keine Ahnung gehabt. Also es gibt Rapporte, wo drinnen steht, I saw some crosses, what are they? Das steht im Rapport offiziell so. Also ich meine, wenn es noch gesehen hat, haben sie nicht gewusst, was die Leute. Also von dem her ist sicher ein psychologischer Schutz gewesen. Man hat das Gefühl, jetzt sind wir da sicher. Aber effektiv ist es nicht wirklich gewesen. Das ist auch etwas, Ronald, Ihnen noch so ein bisschen in Erinnerung ist, hat man da Ihnen auch noch erzählt, dass man gehofft hat, durch die Kreuze, dass da das nächste Unglück abhängen würde, oder? Auf jeden Fall. Aber hat man natürlich geglaubt und wir wissen ja alle, dass ein subjektives Sicherheitsbedürfnis manchmal wichtiger ist für einen selber, als wenn die objektive Wahrheit ist. Ich denke mir sicher auch entscheidend die Frage, ob man noch verdunkelt hat oder nicht. Die Alliierten, da weiss man auch, hätten eigentlich gewünscht, dass die Schweiz nie verdunkelt hätte, weil danach hätten sie sich besser orientieren können. Und auf einem Europa, wo sonst ein schwarzer Fleck war, die Nacht, wo die Engländer vor allem geflogen sind. Und mit dem, dass man da aufgehoben hat, hat man sicher auch gewisse Orientierungshilfe gegeben. Also ich meine, das ist vor allem die Nacht, hat es ein Sicherheitsrisiko vermindert. Jetzt ist ja zum Schluss vom Buch, am Schluss vom Buch hat es so noch 6 Augenzeugenberichte drin. Ich habe einen ganz besonders interessant gefunden, nämlich den von der Else Peyer von Balkirch. Sie war Leiterin von der Kriegsfürsorge und eine von den wichtigen Helferinnen, die den Tag, am Tag von der Bombardierung, aber auch den Tag nachher alle Hände voll zu tun hatten. Und es tut mir eigentlich heute nicht so wahnsinnig viel lesen bei den Buchwärmissagen. Aber ich habe gedacht, ein kleines Muster, wie sollten wir gleich noch geben, Matthias, öffentlich sind wir bitte da. Rasch aufzulesen. Das ist ein Moment, sie beschreibt, wie sie nach der Bombardierung wirklich im Schuss ist und jetzt können sie langsam heimgehen. Und wissen Sie, was lustig daran ist? Heute, sie haben mir ja vor ein paar Minuten gesagt, dass wir das machen. Ich habe heute an der Gedenkveranstaltung jemanden getroffen, der gesagt hat, wer ich vermisst habe, ist Els Peyer von Balkirch.
Und jetzt kommen Sie genau mit dem. Also es ist grundsätzlich, was ich sagen kann, das ist in all meinen Forschungen, ist mir immer ein Anliegen gewesen, auch die Rolle von der Frau während dem Krieg anzuschauen. Man hat immer gesagt, Männer, die sind im Militär gewesen. Was hat aber das bedeutet? Die Frauen, vor allem wenn sie junge Kinder hatten, sie sind allein an der Grenze gewesen. Ja, weißt du, oder sie haben die doppelte Arbeit müssen verrichten zu Hause, weil der Mann irgendwo im Landesinneren war. Sie haben da Gefahr gespürt, das ist immer etwas, was mir ganz wichtig war. Ich habe oft erlebt, wenn ich die Zeitzeuge zu Hause war, dann ist der Mann ganz automatisch angesessen, die Frau hat das Kaffee gebracht und ist wieder schnell verschwunden. Dann habe ich gesagt, mir wäre es recht, wenn sie nicht gleich ist, würden sie auch mit uns absitzen. Aber da ist immer noch die Rolle und ich finde, es wird viel unterschätzt. Und ich lustigerweise oder schönerweise, muss ich sagen, ist ja das Thema Zweiter Weltkrieg nicht etwas, wo nur die interessiert, was man erlebt hat, oder die Älteren, sondern es ist ein Thema eben auch bei Jüngeren. Und ich komme relativ viele Anfragen über, auch von Maturanten aus der ganzen Deutschschweiz übrigens, die sagen, sie möchten zum Thema Zweiter Weltkrieg oder Bombardierung etwas schreiben, ob ich ihnen nicht helfen kann mit Quellen. Und ich mache das gern, wenn ich bis jetzt vergebens mache. Ich probiere die Leute immer auf Frauenthemen zu konditionieren. Und wenn ich sage, es ist ganz wichtig, irgendwie fruchtet er nicht und umso lieber lese ich jetzt einen kleinen Ausschnitt von DS Bayer von Ackerl und hoffe, sie lesen den Rest selber. Wie oft, seit sie hatten wir uns vorzustellen versucht, mein Mann als Luftschutzoffizier, ich als Leiterin der Kriegsfürsorge, und ich möchte dazu sagen, sie ist von Walter Bengolf, wo ein ehemaliger Kommunist war, ist die gut bürgerliche Else Payer von Waldkirch gebeten worden, um die Kriegsfürsorgenschaft aufzubauen und zu leiten. Ihr Mann war am Anfang nicht gerade begeistert, aber sie hat das gemacht. Und ich kann nur sagen, das war eine Riesenorganisation von fast 400 Leuten, die da organisiert waren. Also, mein Mann und ich wussten nicht, wie es sein würde und was wir tun würden, wenn unsere Stadt wirklich bombardiert werden sollte. Nun war es aber ernst geworden damit. Am Sonntag, schrieb sie am Tag noch am 1. April, am Sonntag nachts um 12 Uhr ging ich nach Hause. Ich war todmüde und wollte ein paar Stunden schlafen. Es war heller Mondschein, Gespenste krachten die Zweige unserer großen, durch eine Bombe herausgerissenen Kastanie in die Luft. Wenn ich an jene Nacht denke, so erinnere ich mich noch heute des scharfen Brandgeruches, der noch wochenlang aus dem motternden Mühlenquartier, wo eben sogar schwer betroffen war, aus dem motternden Mühlenquartier aufstieg. Ich musste mein Velo vom Gartentor bis zur Haustüre tragen, denn der Weg war von zwei Bomben aufgerissen worden. Sie hätte die Promenade übers Haus gehabt. Der Garten schien in einen Steinbruch verwandelt. Ich öffnete die Haustür und suchte den Lichtschalter. Wir hatten kein Licht. Beim Schein meiner Taschenlaterne wollte ich ein Bad nehmen. Eben, sie ist dort schon 36 Stunden unterwegs gewesen. Beim Schein meiner Taschenlaterne wollte ich ein Bad nehmen. Die Badeeinrichtung funktionierte nicht. So ist es also im Krieg, dachte ich, so geht es nun allen unseren Nachbarn rund um uns herum, seit Jahren, Nacht für Nacht. Was sollte ich zu Hause? Mein Mann war nicht da und keines der Kinder. Überall roch es widerlich nach Rauch, wir hatten ja keine Scheiben. Das leere, stille Haus wirkte trostlos und unerträglich nach all den Erlebnissen der verflossenen zwei Tage. Ich hielt es nicht aus, setzte mich auf mein Velo und fuhr nach unserem Hauptbüro zurück, der Hauptbüro an dem Schütze Gastholzmann von der Kriegsfürsorge. Ja, ein eindrücklicher Bericht, wenn ich einfach gemerkt habe, also man schmeckt die Bombardierung, man sieht sie, man nebst den Opfer, die es gefordert hat, das hat den Alltag schon massiv beeinflusst. Wie lange ist das einfach, bis man Schaffhausen einigermaßen wieder ein bisschen Alltag kann? Man geht ja immer schnell zum Alltag übergehen. Das ist schon, also es war vor allem eine Solidaritätswelle. Man hat dann halt wirklich geholfen. Und wenn ich es vor allem auch gesagt habe, Ringgolf, von Waldkirch, die Gräben sind wirklich immer zurückgegangen. Also man hat nicht mehr, wo ihr wisst, Schaffhausen war vor allem in den 30er Jahren wahnsinnig polarisiert gewesen, politisch.
Das ist etwas, wo von meinem Zeichen überfällt ist. Hätte schon noch nie. Wo die Kommunisten gegen Freundler, die Rechtsextremen, halt wirklich Schlachten austragen haben. Auch Goethe in Schaffhausen hat man dann wieder zusammengebracht und hat einander geholfen. Übrigens auch eine Solidaritätswelle aus dem Rest von der Schweiz, wo man Schaffhausen geholfen hat. Und wenn sie dann Interesse haben, gehen sie zum Beispiel ins Museum zu Allerheiligen, wo eine spannende Ausstellung ist, wo man jetzt das erste Mal alle die Bilder sieht, wo man dort Schaffhausen im Museum geschenkt hat. Das Museum, das selber 71 Bilder verloren hat und in der Kulturspende und mit Spenden von anderen Museen, von Privatleuten, wieder Bilder angeschafft hat. Die werden jetzt alle wieder zeigen. Das ist sicher eine spannende Ausstellung. Die Solidarität hat schnell wieder gespielt. Eine wunderschöne Überleitung, Solidarität. Das war auch Ihr Thema gewesen. Dass ich jetzt hier ein bisschen am ausgestreckten Arm noch verhungern, aber jetzt bin ich froh, wenn Sie Sie hätten das Schlusswort. Würde Sie gerne bitten, noch Ihr Schlusswort an das Publikum zu richten und holen hier noch was Bündnis. Sie braucht kein Bündnis. Ja, besser, ja, dann lassen Sie es so. Danke. Ja, meine Damen und Herren, mein Schlusswort umfasst ein Dankeschön. Und mein Schlusswort umfasst ein kurzes Memento. Ein Dankeschön, lieber Matthias, an dich. Dr. Matthias Wieb hat es verstanden, ein sehr schönes Werk in kürzester Zeit zu schreiben, das ich Ihnen wärmstens empfehlen kann. Ein herzliches Dankeschön auf den heute leider nicht anwesenden Verlagsleiter Daniel Habertür. Ein ebenfalls großes Danke an Nationalrat Thomas Porter für seine Laudatio. Ein Dank an Sidonia Küpfer. Du hast mich nicht auf der Seite gelassen. Du weißt, Politiker können jederzeit genügend sprechen. Du hast das sehr gut gemacht. Mitglied der Redaktionsleitung. Ein Dankeschön an Thomas Stamm und sein Team der Druckerei Stamm in Schleitheim. Ebenfalls ein Dankeschön an Dr. Thomas Peter Scheck und Monika Ley vom Stadtarchiv und ein ganz großes Dankeschön an die Sturzenegger Stiftung für die namhafte Unterstützung. Ein wahrhaft würdiges Werk, das wir haben, ein Werk, das ich Ihnen sehr empfehle. Zum Memento. Ich erinnere nochmals ganz kurz auf das Wesentliche besinnend. Inner Sekunden brachen Unglück und Leid über unsere Bevölkerung hernieder. Für uns, die wir dies nie erfahren mussten, ist kaum nachvollziehbar, welche Wunden und welche Schmerzen auch seelischer Art diese Bombardierung zur Folge hatte. Mit vorbildlicher Solidarität wurde sofort geholfen, wo die Bomben Gebäude und Plätze zerstört hatten. Wurden Opfer geborgen und sanitarisch erst versorgt. Die Schaffhauserinnen und Schaffhauser, meine Damen und Herren, zeigten in vorbildlicher Weise, wozu in Krisensituationen und Notzeiten der Mensch bereit und in der Lage ist. Unser Respekt gebührt Ihnen allen, nämlich den konsequent und zielgerichtet Ihre Verantwortung wahrnehmenden politischen Behörden, den engagierten und beherzt handelnden Privatpersonen, wie auch den Opfern und deren schwer geprüften Angehörigen. Wir verneigen uns vor Ihnen allen, verbunden mit dem Wunsch, es möge in Zukunft Friede auf dieser Erde sein. In diesem Sinne auch ein großes Dankeschön an Sie, dass Sie mit Ihrer Teilnahme an diesem Anlass eben auch Ihren Respekt gegenüber den Angehörigen und den Opfern zum Ausdruck gebracht haben. Ich danke.
Gespräch, und wir sind am Schluss von der Veranstaltung angelangt. Im Namen von meinem Buchverlag danke ich Ihnen allen ganz herzlich, dass Sie vor sind. Wir sind ein bisschen überwältigt, dass Sie so viel dabei geschafft haben. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte den Teilnehmern auf dem Podest recht herzlich danken, dass Sie gekommen sind und wir diskutiert haben. Dem Stadtrat von Schaffhausen herzlichen Dank für die Lancierung von diesem Buch. Matthias Witt, vielen Dank für die super Zusammenarbeit. Und wir danken auch den Medien, die im Vorfeld und in den nächsten Tagen werden über den Anlass berichten. Matthias möchte ein paar noch von seinen engeren Mitarbeiterinnen, vor allem, kann man sagen, gerade noch selber danken. Wir müssen noch schnell einen kleinen Dankesweiger machen. Genau, einen kleinen Dankesweiger. Ich möchte aber anfangen mit Ihnen allen. Sie sind ja der Anlass für den Kaufleute, sagen Sie, bei allen, exklusiv. Dann haben mir ein paar Leute gesagt, das lange nicht. Es hat aber noch nie gegeben, dass man den Saal verloren hat. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wir können die Tat auslaufen. Ja, und dann nachher macht man schon mal am Morgen auf und denkt, weißt du jetzt, wie wir da Familie sind, in der grossen Rat auslaufen. Also ganz herzlichen Dank, dass Sie alle hier sind. Ich schätze das wahnsinnig und es rührt mich. Und ja, besten Dank. Ich möchte wirklich zwei Männer und vier Frauen ganz herzlich danken. Und ich fange... Tschüss los. Ja, ich bin natürlich vor der Regierung, wenn ich jetzt noch sehe. Sie tun herzlichen Dank. Du hast das super gemacht. Es hat daran wäre die Idee gewesen, dass ich über das Referat halten. Da hätte sie gelangweilt. Ohne los. Darum das ist die viel bessere Variante gewesen, dass sie nun ja Küpper spontan gesagt hat, sie machen da. Ich glaube, ein Applaus gehört, weil sie hat super gemacht. Und mir einen Dank schon abgenommen, nämlich an Pesca, die kommt die heiße München über. Oder vielleicht auch zwei. Wir sind wirklich in den letzten Monaten ein bisschen so unten durch und ich sie sogar allein in die Schwiegerei geschickt. Das heisst mit den Schwiegereltern, aber ohne mich. Und da kommt sie die heim. Ich möchte aber zwei Fragen noch auf die Bühne bitten. Und zwar ist da vorhin gerade erwähnt Monika Lei. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich hoffe, sie kommt auf die Bühne. Und Franziska Rötschi. Franziska sehe ich. Franziska würde da nicht mehr machen. Sie kommt, aber sie kommt Monika Lei. Sehen Sie? Ja, da. Ganz großen Applaus für Monika. Schauen Sie die beiden Damen gut an, vor allem wenn Sie nachher im Buch blättern. Ohne die beiden Damen wäre das Buch nicht da. Die anderen haben wir schon gesehen, der Stadtrat, Storzenegger-Stiftung, die da unterstützt hat. Die beiden Damen, ohne Kalei vom Stadtarchiv, wenn sie noch nie im Stadtarchiv sind, diese Frau hilft ihnen bei allen. Ohne Kalei hat mir Bilder gezeigt, die ich nicht einmal gewusst habe, dass ich sie sehe. Ohne Kalei ist jemand, der nicht nur einfach Dienst nach Vorschrift macht, sondern sie ist wirklich genial. Und findet Sachen, die man nicht denkt. Und ja, einen großen Applaus an Monika Lei und Ihnen vielen herzlichen Dank. So, ich komme Monika Lei nach dem Stoß an und natürlich ein Buch über die beste Landkarte für alles. Und Franziska Rötschi, da hätten die schönsten Bilder nicht genützt. Wenn du mich gesehen wärst. Ich habe das erste Mal in dieser Art mit dem Meier Verlag zusammenarbeiten. Und wenn man so viel eigentlich so studiert hat, geschrieben hat, dann ist man auch abhängig, nämlich von der Grafikerin, die da umsetzt. Und wenn man dann das Glück hat, da jemand zu gelangen mit Franziska Rötschi, dann ist es einfach schön. Anders kann man es nicht sagen. Dann kommt es einfach gut und dann schlaft man auch nachher gut, wenn man weiß, die Frau macht das schon richtig. Und Franziska Rötschi hat das zu ihrem eigenen Projekt gemacht. Ich habe das gesehen, jedes Mal, wenn ich reinkomme, auch wenn ich vielleicht noch eine verrückte Idee hatte, wo sie daher müssen, da zwei Seiten wechseln und wahrscheinlich hätte sie lieber gesagt, so, jetzt hast du das langsam gut überlegt. Aber Franziska Rötschi hat sogar mir zumindest das Gefühl gegeben, dass es eine gute Idee war, wenn ich jetzt noch einmal umstelle. Für das, Franziska, ganz herzlichen Dank, auch ohne dich gäbe es das Buch nicht. Also wenn ich das sehe, wird der Raphael Roller mich danken. Vielleicht du wirst noch einen verdanken, offenbar von der Sidonia. Ich möchte aber Thomas Wotter noch ganz herzlich danken
Ich finde es lässig, hast du ganz spontan zugesagt, ich kann nicht mal lange mit dir reden. Du hast wirklich ganz spontan gesagt, du machst das. Ich finde, es ist eine perfekte Weg, sie hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich merke den Leuten auch, wenn ich herumgeschaut habe. Thomas, ganz herzlichen Dank. Erwähnen müssen wir noch zwei Leute. Wahrscheinlich sind es Margrit Kurak, die mit ihrem Team das alles organisiert hat und im Hintergrund sehr viel geschafft hat. Und es ist noch Edith Jost, die das Korrektorat gemacht hat, auch etwas sehr Wichtiges, damit es am Schluss kein Ärger gibt. Ja, jetzt kommen wir zum gemütlichen Teil. Sie sind natürlich ganz herzlich eingeladen, mit uns unten anzustoßen. Wenn wir Sie jetzt lustig gemacht haben auf das Buch, das wir Ihnen jetzt versucht haben, ans Herz zu legen, dann können Sie das von vorne auch noch erwerben. Der Matthias wird auch signieren. Ganz herzlichen Dank, sind Sie bei uns gewesen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und viel Spass beim Lesen.